Nun, Weidhofen ist bei einer Untersuchung der CIMA, das ist einer der größten Marktforschungsinstitute in Europa, kann man sagen, den besten Platz im Ostviertel als Stadt, als Einkaufsstadt abgeschnitten, vom Citycheck her überhaupt die allerbesten, was die Sauberkeit betrifft, was die Geschäfte betrifft, was das Flair betrifft, die Innenstadt, aber auch von der Kaufkraftströmen. Wir haben sicher einen Abfluss von Kaufkraft in die, noch am Städten, in die Einkaufszentren und so weiter, aber 20 Millionen Abfluss und 25 Millionen Zufluss. Das heißt, wir haben ein Plus im Saldo von 5 Millionen Euro von der Kaufkraft, was natürlich ein super Ergebnis ist. Auf was führen Sie das eigentlich zurück? Nun, der Sieg hat viele Väter und es gibt natürlich auch in Weidhofen viele, die sich da gerne hinstellen und sagen, wir waren es, aber es ist die Zusammenarbeit aller. Wir haben also vom Stadtmarketing, das wir eingeführt haben, angefangen über den Innenstadtkoordinator, über das Leerflächenmanagement, aber auch natürlich über die ganze Parksituation in der Innenstadt. Wir haben immer geschaut, dass die Stadt eine Einkaufsstadt ist. Wir haben eine Zentrumszone sehr eng gelegt, sodass es nicht gelingen kann, ein Einkaufszentrum außerhalb der Stadt sozusagen, außerhalb des Zentrums zu errichten. Wir wollen es nämlich auch nicht, weil wir sagen, unser Einkaufszentrum ist die Innenstadt. Wir wollen eine lebendige, eine aktive und eine gerne besuchte Innenstadt. Das heißt, also diese Analyse bezieht sich auch nur auf die Innenstadt? Nun, es ist ganz Weidhofen, aber wir haben ja die meisten Flächen, Verkaufsflächen, Handelsflächen in der Innenstadt und da ist auch natürlich dann der Benefit hier in der Innenstadt. Sie müssten eigentlich jetzt ein sehr zufriedener Bürgermeister sein, wenn Sie diese Analyse studieren. Bin ich auch. Nur muss man sagen, wer gut bleiben will, muss versuchen, jeden Tag besser zu werden. Und wir werden auch in Zukunft, wir haben jetzt das Markenkonzept, die Marke neu für Weidhofen. Wir arbeiten auch hier wieder alle zusammen, weil man muss sich immer schauen, dass man noch besser wird, dass man eben gut bleiben kann. Ich bedanke mich für das Gespräch. Bitte, gerne. Ja, es gibt da mehrere Bereiche, die natürlich da angeschaut werden. Das eine ist einmal die Entwicklung der Geschäftsflächen. Wie liegen diese Geschäftsflächen? Sind die mehr eher im Zentrum oder sind die außerhalb vom Zentrum? Beziehungsweise welche Art von Bedarfsgüter werden praktisch dort mit auf diesen Flächen verkauft? Das ist ja einmal so ein Bereich. Der andere Bereich ist natürlich dieser Zufluss und Abfluss von Kaufkraft. Da geht es eher um diesen Kuchen, der eben zur Verfügung steht aufgrund der Bevölkerungskaufkraft oder Bevölkerungsanzahl. Wo dieses Geld ausgegeben wird. Wird das eher in dem Fall in Weidhofen ausgegeben oder wird das im Umfeld ausgegeben? Fließt das mehr Richtung Amstetten oder Steyr oder nach Linz? Ja, es hat sich einiges getan und zwar ist es so, dass natürlich durch diese Aktivitäten in der Innenstadt es gelungen ist, dass man diese Verkaufsflächen, die ja 2005 relativ viele Leerstehungen gewesen sind in Weidhofen, dass man diese Verkaufsflächen wieder belegen hat können. Im Stadtkern ist es eben attraktiv und wir haben einen wunderbaren Stadtkern. Und das Zweite ist natürlich, dass wir dadurch auch diese Kaufkraft in Weidhofen halten haben können, weil diese Aufenthaltsqualität und dieses Ambiente von Weidhofen natürlich ist wunderbar zum Einkaufen. Und dadurch kommen die Leute gerne nach Weidhofen. Und daher haben wir auch Kaufkraft aus der Region rund um uns in Weidhofen binden können und wir haben das Glück, dass wir haben natürlich einen Abfluss, der macht ungefähr 20 Millionen aus, das ist ja in der Studie so belegt, und haben aber auf der anderen Seite im Gegenzug einen Zufluss von 25 Millionen. Das müssen Sie uns jetzt ein bisschen näher erklären. Also es gibt einen Abfluss, das sind Leute, die woanders arbeiten oder auch dort einkaufen im wahrsten Wort sind, aber es kommen auch welche zu uns. Warum kommen die zu uns im Vergleich zu 2005? Sind sie da nicht gekommen? Ja, 2005 haben wir viel weniger Angebot gehabt. Wir haben 2005 die Situation gehabt, dass im Innenstadtbereich ungefähr ein Viertel oder ein Drittel der Geschäftsflächen leer gestanden sind. Und wenn kein Angebot da ist, kann ich auch nichts einkaufen. Und diese Leerstände sind jetzt eigentlich nicht vorhanden. Es hat ja eine Reihe von Betriebsansiedlungen gegeben. Wir haben in der Innenstadt das Glück gehabt, dass wir jetzt viel mehr Angebot haben im Bereich von Geschäften und halt Sportartikeln. Dann haben wir auch mehr Angebot im Bereich von Spielwaren, mehr Angebot im Bereich der Mode und im Bereich von Schuhen haben wir mehr Angebot. Und diese Geschäfte machen ja alle einen Umsatz und haben Kunden und das praktisch ist diese Kaufkraft, die wir jetzt binden können und nicht wegfließt. Und es gibt natürlich viele Leute, die auch diese Qualität dieser Geschäfte auch schätzen und dadurch gerne nach Weidhofen kommen, weil da gibt es die Beratung, sie werden servisiert. Es ist nicht so anonym wie ein Einkaufscenter und dadurch kommen es, oder halt bei Handelsketten, dadurch kommen es gerne nach Weidhofen. Das sind viele Einzelunternehmer.
Aber es gibt ja da jetzt noch einen zweiten Punkt, dass es geht ja nicht nur darum, dass jetzt die Leerflächen mehr oder weniger sehr reduziert wurden, sondern es gibt ja auch eine zweite Analyse, die nennt sich CityCheck. Und das hat offensichtlich auch einen Grund, dass deswegen auch mehr nach Waidhofen überhaupt kommen und auch einkaufen kommen. Beim CityCheck ist so, dass da natürlich nicht diese Fakten, wie viel Prozent Verkaufsfläche oder Kaufkraft-Zu- und Abfluss untersucht werden, sondern diese Aufenthaltsqualität. Da geht es eher um diese weichen Dinge, wie fühle ich mich wohl, wie ist das Stadtbild, wie sind die Häuser, die Fassaden, die Plätze, wie ist der Service in meiner Stadt, die Sauberkeit ist auch ganz ein wichtiger, sind Parameter, sind wichtige Parameter. Und wir haben das Glück, dass natürlich durch die Landesausstellung, die für Waidhofen, für die Innenstadt, ein unheimlicher Impuls war und dadurch auch sehr viele Häuser hergerichtet worden sind, dadurch natürlich diese Aufenthaltsqualität so erhöhen haben können und dadurch nicht nur wegen des Angebots alleine, sondern auch wegen dieser Aufenthaltsqualität Leute nach Waidhofen kommen. Und wir merken das ja im Sommer mit den vielen Schanigärten. Waidhofen ist ja zum Flanieren, Einkaufen gehen, dazwischen einmal sitzen, einen Kaffee trinken, eine wunderbare Stadt und dadurch natürlich das noch unterstützt wird, was natürlich auch diese Aufenthaltsqualität. Das heißt zusammengefasst, also wer sich wohl fühlt, der bleibt länger da und kauft auch mehr ein. Genau. Das ist ein interessanter Aspekt. Die Dauer der des Aufenthalts des OCA erhöht. Wir haben ja teilweise da Analysen, wo das nicht einmal eine Stunde war, wo ein Einkäufer, ein Kunde in Waidhofen ist. Das ist natürlich jetzt, geht mehr Richtung 1,5 Stunden. Also das heißt, dadurch, weil es mehr Angebot gibt und mehr Möglichkeiten gibt, bleibt der Großteil oder der Besucher und der Kunde auch länger in Waidhofen.